Der Bachmann-Knoten. Der Bachmann-Knoten, ein Bergsteiger-Knoten, gleiche Funktion wie der Prusik-Knoten. Das heißt, auf Zug hält er, lässt sich aber auch leichter verschieben als der Prusik-Knoten. Gemacht wird er mit einem Karabinerhaken und einem Strop. Und ist, wie gesagt, einer aus der Familie der Klemmknoten. Man legt in einen Strop eine Bucht und klingt einen Karabinerhaken ein. Dann führt man beides hinter die Kletterleine und turnt den Strop um die Kletterleine durch den Karabinerhaken. In dem Fall ist der Strop noch geöffnet, kann auch nachher verknotet werden. Die Turns macht man mindestens dreimal. Oder auch mehr, je nach Größe des Karabinerhakens. Und man hat den Bachmann-Knoten, wie gesagt, der Strop war entweder schon fertig oder man verknotet ihn jetzt mit einem, welchen Knoten auch immer. Auf Zug hält er in der Leine, lässt sich sehr leicht verschieben und an die gewünschte Position bringen. Der Bachmann-Knoten.